Junge, Junge, was ein Kampf in der letzten Folge. Also so langsam kommen wir wieder ins Schwitzen. Die Levelkurve zieht an und wir sind mit unseren eigenen Pokémon so ungefähr auf dem Level der Gegner. Und wir haben gerade hier gegen den Team Aqua Vorstand gekämpft. Und unser Team war ganz schön hart angehittet. Es ist nichts Böses passiert, aber ich hatte mehrmals in dem Kampf das Gefühl, oh mein Gott, es kann jeden Moment kann hier was rausgenommen werden. Jo, von daher wird's wieder spannender, denke ich. Und ja, ich habe hier noch nicht weitergeklickt. Wir gehen weiter in der Story. Wir haben jetzt also gerade diese Cordula besiegt. Puh. Wenigstens fühle ich mich ein bisschen entspannter als zuvor. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich dich in ein kleines Geheimnis einweisen. Wenn Adrian, unser Boss, erstmal seinen großen Plan verwirklicht hat, wirst du dein blaues Wunder erleben. Dann wird die Welt nämlich zu ihren Anfängen zurückkehren, zu jenen Tagen, als noch nichts existierte und alles im Werden war. Mach dir schon mal so deine Gedanken, wie du damit zurechtkommen willst. Ich bin mir noch nicht mal selbst im Klaren darüber, was davon richtig und gut ist und was falsch. Bis die Tage dann. Wir laufen uns bestimmt bald wieder über den Weg. Okay, das kann ich ja leiden. Sachen ausführen, einfach stumpf ausführen, ohne zu hinterfragen, warum. Selber nicht Bescheid wissen. Adrian ist bestimmt zum Pyroberg davon gedüst. Dahin sollte ich dann wohl auch. Ja, okay. Danke für diese Info nebenbei. Du hast uns gerettet. Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Doktor, alles in Ordnung? Diese Ohrfeige hat es ganz schön in sich. Diese Halunken. Sie wollten, dass wir ihnen Aufzeichnungen zu extremen Wetterphänomenen zeigen, die bereits Jahrtausende zurückliegen. Aber wozu nur? Aber genug gehadert. Zunächst möchte ich dir nochmal vom Herzen danken. Das mag zwar eher unkonventionell sein, aber nimm doch bitte dieses Pokémon als Zeichen meines Dankes an. Wir kriegen schon wieder ein Pokémon? Einfach so in die Hand gedrückt? Oh, du hast keinen Platz für dieses Pokémon. Sprich mich einfach wieder an, sobald du in deinem Team Platz geschafft hast. Noch ein Wort zu den Daten, die sich diese Gauner unter den Nagel gerissen haben. Sie befassen sich mit den Wetterkapriolen, die vor Jahrtausenden von zwei legendären Pokémon verursacht wurden. Bei einem der beiden handelt es sich um das legendäre Pokémon Kyogre. Es heißt, es habe damals seine Gestalt geändert, indem es eine Energieform in sich aufsog, die in der Natur im Überfluss vorhanden war. Die sogenannte Naturenergie. Weiterhin heißt es, es habe sintflutartige Regenfälle ausgelöst, welche die Meere anschwellen ließen. So trat überall das Wasser über die Ufer und hätte um ein Haar die gesamten Landmassen verschluckt. Diese besondere Verwandlung Kyogres nennt man auch Protomorphose. Die Protomorphose ist ähnlich wie die Mega-Entwicklung. Eine der verschiedenen Entwicklungsformen, die Pokémon unter bestimmten Voraussetzungen durchführen können. Rein theoretisch zumindest. Denn außer Kyogre und einem weiteren urzeitlichen Pokémon ist es keinem anderen Pokémon je gelungen, eine Protomorphose durchzuführen. Wir müssen dann leider wieder in die Arbeit. Ja, es war ein ganz schön langer Text von ihm gerade. Schau doch bitte im Erdgeschoss vorbei, wenn du einen Augenblick Zeit hast. Wir möchten uns nämlich noch für deine Hilfe, uns bei dir für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Gut, dann muss ich mal kurz ein Pokémon ablegen, damit der Dude uns ein Pokémon schenken kann. Also, ich denke, es ist nicht random und dementsprechend ist es für viele kein Geheimnis, was hier für ein Pokémon kommen wird. Vermutlich ein Formeo, das seine Gestalt nach dem Wetter
anpasst. Oder dem Wetter anpasst. Formeo. Also Formeo gebe ich keinen Name. Habe ich mir gerade so entschieden, denn es wird sehr wahrscheinlich ein ewiges, trostloses Leben in der PC-Box zu spüren bekommen. Und das wäre irgendwie nicht cool, jetzt Formeo nach einem von euch zu benennen, wenn ich jetzt schon weiß, ich werde es nicht benutzen. Oder sehr wahrscheinlich nicht. Okay, es kann halt alles mögliche Wetter aufsetzen. Regen, heiße Sonnenstrahlen, Hagel und mit Meteorologe dieses Wetter ausnutzen. Prognose, von mir verändert seine Form, ja, abhängig vom Wetter. Und es hat Zauberwasser bei sich. Aha. Lass mal rüberwachsen. Dann können wir nämlich das Zauberwasser gleich mal verteilen. An diesen Herz. Ja, im Ernst. Hier, guckt euch dieses Team nochmal an. Ja, also wenn ihr die letzte Folge verpasst habt. Es hat ganz schön gescheppert und Karin-chan ist nur so gut auf, es war runter auf 20 oder so KP. Ne, das waren andere, bestimmt, aber 40 auf jeden Fall. Und konnte sich durch Wunschtraum hochheilen und Kysnea ist nur so gut auf, weil ich mich eh nicht getraut habe, es reinzusenden, weil es noch viel zu schwache Verteidigungswerte hat. So, du wolltest noch irgendwas? Beulenhelm, ja nice, nehme ich gerne. Ja, bla bla bla. Beulenhelm kann ich euch erklären. Und zwar, wenn wir physisch angegriffen werden, also es ist ein Item, ne? Ich gebe das jetzt irgendwem. Und wenn dieses Pokémon physisch angegriffen wird, dann kriegt der Angreifer Schaden. Ein bisschen. Wer ist denn physisch am stärksten aufgestellt bei uns? 47, also Verteidigung, ne? Müssen wir gucken. 47, 58, 83, Ben, holy damn. Ja, Ben. Ben bekommt den Beulenhelm. Was hast du noch zu sagen? Ja, okay. Jetzt sind die Rüpel hier weg. Ey, ich hab... Sorry, ich laufe kurz zurück und heile, denn ich habe Angst, dass uns Maike über den Weg läuft oder Heiko oder irgendwas Unvorhergesehenes. Unser Team ist darauf nicht vorbereitet. Wir sehen uns gleich nach dem Heilen. Jo, frisch geheilt bin ich jetzt hier auf der Brücke und habe gerade mit Kysnea noch 3 Voltenso weggeklatscht. Also die gibt es hier scheinbar ziemlich oft. Die Wahrscheinlichkeit, einen Voltenso zu treffen, war also deutlich höher als ein Valreiser. Aber ich will mich nicht beschweren. Das Valreiser, was wir hier auf der Route gefangen haben, ist tipptopp. Ich gucke mich hier nur nochmal um. Potenziell können wir ja noch TMs oder sowas finden. Um unseren Pokémon weitere Attacken beizubringen. Das wäre halt ziemlich stark. Hm.
Den Kampf können wir doch auf uns nehmen. Denn Arcani wird nicht wirklich was machen können. Im Regen. Und wir... oh doch. Oh Gott. Sehr effektiver Biss. Und ein Crit. Natürlich, das war... also völlig unnötig. Warum? Warum muss das sein? Oh. Einfach von irgendeinem random Pokémon gleich mal die Hälfte der KP weggeklatscht. Wow. Hyperball, okay. Es wirkt ja mal wie die übelste Secret Area, total versteckt hier. Ja, wo rudern wir denn hier hin? Toll. Ein Blattstein. Krass, was kann man denn mit einem Blattstein entwickeln? Hä? Ist da hinten an der Ecke? Kann man da auch noch hin? Jo. Ein Geheimversteckbaum. Okay. Brauchen jetzt kein Geheimversteck. Wofür benutzt man Blattstein für... oh. Für Sazenia, glaube ich, oder? Von Ultrigaria nach Sazenia. Von Duflor nach Giflor. There you go. Hallo, Maike. Ah, da bist du ja, Frain. Ich hatte schon nach dir gesucht. Ich wollte dich nämlich platt machen. Was ist das denn für ein schicker Armreif, den du da am Gelenk, Handgelenk hast? Oh, echt? Mit diesem Mega-Armreif kann man also die Mega-Entwicklung auslösen? Dadurch werden deine Pokémon und du bestimmt noch dickere Freunde, was? Du hast gut. Aber damit du es weißt, ich habe auch nicht nur Däumchen gedreht. Pass auf, ich beweise es dir durch einen Kampf. Dein Team ist bereit? Stimmt's? Na klar ist es das. Los geht's! Bam, 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 bam. Schleife ist gerichtet. Gehen in den Kampf mit Maike. Was kann ein Vadrivir? Es ist ein Käfer-Pokémon. Vermutlich Käferflug. Und wir können mit Feuerattacken im Regen nicht viel machen. Von daher wechseln wir hier raus. Aber zu was? Ich würde gerne mit Steinen werfen, glaube ich. Das kann Karin-chan und Ben. Vielleicht sehen wir ja mal einen Beulenhelm jetzt, den wir Ben gesehen haben. Aber nicht bei einem Windstoß. Bam! Richtig auf die drei Nasen, wollte ich sagen. Aber es gab gar keine Nase an diesem Pokémon. Yo, was bist du? Bist du auch ein Unlichttyp? Dann kann ich ja... mit Kampf kommen. Hat Marakamba einen Unlichttyp? Kommt das mit einer übelst krassen Pflanzenattacke? Werde ich hier unvorsichtig? Vielleicht. Also lieber wieder Pflanze resistieren mit Drache.
Ja, mach du mal. Wir mega entwickeln hier, denn es ist ein wichtiger Kampf und da können wir es sehr gut gebrauchen. Wenn es ein Unlicht-Pokémon ist, können wir mit Nebelball nichts machen. Ey, ich wechsle einfach so halt in dieses Pflanzen-Pokémon rein, weil ich der Meinung bin, ja, Pflanze resistieren wir. Aber wenn es halt ein Unlicht-Pokémon ist und es kommt mit Unlicht-Moves, dann trifft es uns sehr effektiv. Also, ein bisschen zu lernen habe ich da wohl noch. Aber bisher macht es irgendwie gar nichts. Steht da nur rum. Lässt sich abfackeln. Okay, keine Unlichtattacke, nur ein Gigasauger. Und ein Verwurzler. Aber du kannst dich nicht so viel heilen, wie wir hier Schaden machen. So. Und jetzt stehen wir hier drin mit einem Mega-Latias. Kamaup kann nichts. Also Feuerattacken werden resistiert durch unseren Drachentyp. Bodenattacken werden resistiert durch Schwebe. Haben wir noch Schwebe? Das ist halt immer das Ding, ne? Also Latias hat Schwebe, aber wenn es mega entwickelt, kann es halt eine andere Fähigkeit bekommen. Ne, es ist immer noch Schwebe. Okay. Müssen wir echt aufpassen auf so eine Sache. Nebelball, ja, sehr effektiv. Tentara hat nichts mitzureden. So, Michael, da bist du baff, ne? Hast du mal eine Mega-Entwicklung gesehen? Na, siehst du, manchmal sind die Kämpfe übelst heftig und ich muss echt voll nachdenken und manchmal werden auch einfach nur schwache Pokémon reingesendet. Ja, auch wieder resistiert. Du bist einfach nur ein Erst-Evolutions-Pokémon. Lucario. Na, da haben wir doch mal eine Herausforderung. Aber, also es kann auch, es kann bestimmt auch irgendeine Unlichtattacke, aber wir sind volle KP. Nebelball, ja, macht gut Schaden. Lucario ist echt ein gutes Pokémon. Metallsound, okay. What is this? Spezialverteidigung gesenkt. Ja. Das kommt viel zu spät. Lucario ist bereits aus dem Leben genommen und dein gesamtes Team auch. Schade. Von Lucario hätte ich gerne mehr gesehen, was es so macht, was es so kann. Ist ein ziemlich krasses Pokémon so. Wow. Und Latias bewegt sich jetzt mit den Stats Richtung Werte von 100. Du liebe Güte, bist du aber stark, Frayn. Hier, als Dankeschön für diesen Kampf habe ich ein Geschenk für dich. Fliegen, nice, kann man noch nicht verwenden. Setze die VM-Fliegen ein und du kannst zum Beispiel blitzschnell in eine Stadt gelangen, in der du schon mal warst. Aber um Fliegen auch außerhalb von Kämpfen einsetzen zu können, brauchst du den Orden von der nächsten Arena. Du solltest damit ab und zu mal nach Wurzelheim fliegen. Deine Mutter macht sich bestimmt Sorgen um dich, Frayn. Also dann, wir sehen uns. Fliegen. Ja. Ey, ey, ey. Möchte ich Fliegen irgendwo drauf haben? Eine Flugattacke? Achso, gegen Pflanzen. Gegen die wir irgendwie immer noch nichts haben, wenn wir im Regen stehen. Aber wir stehen ja nicht mehr lange im Regen und dann kann Kysnea vielleicht reinhauen.
Na, fliegen wäre schon nicht verkehrt. Fliegen wäre schon nicht verkehrt zu haben. Achso, Psyburn, ja. Solange... Also Psyburn ist richtig useless, also können wir auch Fliegen einfach mal beibringen. Und sollte Baby Martinez was Besseres erlernen, können wir es natürlich jederzeit austauschen. Oder? Nee, ne? VMs nicht. Oh Gott. VMs kann man wieder nicht einfach so austauschen. Dann nicht. Dann brauche ich Fliegen nicht. Eieiei, das war knapp. Fast einen Fehler gemacht. Also, TMs kann man jederzeit überschreiben mit Attacken, aber VMs nicht. Was haben wir hier noch? Wir nehmen noch Granaberin mit. Was auch immer sie tun werden. Wow, und wir kommen in Baumhausen an. Hey. Hey, wer bist du? Die Stadt besteht aus Häusern, die auf Bäumen gebaut sind. Ja, das hätte ich ja gleich gesehen. Und hier in der Stadt gibt es Kraftreserve. TM-Kraftreserve. Das ist interessant. Lasst uns da mal vorbeigucken. Du siehst irgendwie so aus, als hättest du was Wichtiges? Nee, hat er nicht. Genau, aber hier in den Bäumen. Ist das hier das Kraftreservehaus? Ja, glaube schon. Die gibt uns Kraftreserve. Rechts. Immer noch rechts. Ich glaube, du bleibst bei rechts. Ah. Da hat mich meine Intuition getrügt. Nochmal. Rechts. Rechts. Links. Mensch, Omi. Du musst doch mal deine Strategie wechseln, damit es hier funktioniert. Hier, das für dich. Setze damit auch die Kraftreserven deines Pokémon-Teams frei. Kraftreserve für Neulinge, die es tatsächlich auch gibt, die hier zugucken, aber das Spiel gar nicht so kennen. Kraftreserve ist eine spezielle Attacke, Stärke 60 und der Typ ist quasi vom Pokémon abhängig. Man kann es überhaupt nicht wissen, was der Typ ist, wenn man nicht diese Dame hier befragt. Also ich kann jetzt halt fragen, wenn ich Kysnea Kraftreserve beibringe, dann wird es eine Attacke vom Typ Stahl. Ergibt das Sinn? Wow, da können wir jetzt viel nachdenken. Also wenn es Stahl ist, dann würden wir damit ja was treffen? Eis-Pokémon, Gesteins-Pokémon und Feen-Pokémon. Gestein könnte Kysnea halt gefährlich werden. Von daher wäre Stahl halt eine gute Coverage. Aber gucken wir mal, was so bei den anderen wäre. So, die letzten Minuten hier in dieser Folge. Gift. Wen hatten wir jetzt? Wir hatten gerade Kraut mit einer Giftattacke. Also ein Boden-Pokémon mit einer Giftattacke. Gift würden wir tendenziell einsetzen gegen Pflanze und Feen. Pflanzen können unserem Boden-Pokémon auch gefährlich werden. Es wäre auch eine gute Coverage. Und Kraut hat noch nicht wirklich
gute spezielle Attacken. Ah, gucken wir mal weiter. Ich bin einfach neugierig. Geist. Ja, Geisterattacken sind halt nur gegen Geist effektiv und Psycho. Ja, gegen den Psycho-Pokémon will ich mit Ben, glaube ich, nicht drin bleiben. Deeznuts. Da wäre es Kampf. Kampfattacken haben wir auch schon im Team. Unlicht. Unlicht ist gut. Wir haben noch gar keine Unlichtattacke. Wir haben nichts gegen Psychos. Also Kysnea, ja, mit Bürde. Das könnte was werden. Gegen Geister wäre das auch gut. Unlicht ist ziemlich cool. Und was haben wir noch? Pflanze. Also ich würde sagen, am ehesten Stahl oder Unlicht. Ich nehme mal... Ich brauche nicht mehr mit der quatschen. Wir werden Kraftreserve mal auf Baby Martinez geben. Und müssen uns merken, dass wir damit eine Unlichtattacke dabei haben. Ja, ansonsten ist die Arena in der Stadt können wir noch nicht besuchen. Da steht Troy. Was los? Hält sich offenbar auf Route 120 auf. Okay. Mysteriös, dieser Troy. Route 120. Schirmdame dreht sich weg. Hey, wir haben einen neuen Encounter. Und den holen wir uns in der nächsten Folge. Eigentlich denke ich mir immer wieder, hey, ich müsste eigentlich in der Folge euch öfter mal darauf hinweisen, ein Like zu verteilen. Zum Beispiel, wenn krasse Sachen passieren, krasse Kämpfe, whatever, dann ist es das ja einfach wert. Dann kann ich auch sagen, drück einen Daumen, dann muss ich das nämlich nicht immer am Ende machen. So, da wo... Ich muss euch irgendwie so treffen, dass ihr es nicht erwartet. Und dann denkt ihr, ah, damn, er hat mich. Der hat sich den Daumen verdient. Aber so am Ende ist irgendwie... Gefällt mir noch nicht so ganz. Aber dennoch kitzelt den Algorithmus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Adieu!